Der Yoshi ist in der Patenfamilie aufgewachsen für 1,5 Jahre und dann kam er direkt zu mir. Und das heißt, alles, was er an Hilfeleistung macht, konnte ich ihm selber beibringen. Ich habe früher einen Hund gehabt, den ich sozusagen ohne Beratung so angeschafft habe. Und da wollte ich Hilfe haben, mit dem, den zu erziehen. Und dadurch bin ich beim Verein gelandet und habe halt gesehen, was man alles Tolles mit Hunden machen kann. Und als der Hund dann gestorben ist, dachte ich, Mensch, so einen tollen Behindertenbegleithund möchte ich auch gern haben. Ja, und auf geht's voran. Das war ja toll. Hunde für Handicaps ist ein Verein, initiiert von behinderten Hundehaltern, die für sich erkannt haben, dass es möglich ist, für behinderte Menschen Hunde zu halten und dass es sogar einen richtigen Vorteil hat, Hunde zu halten, die Assistenzleistungen gelernt haben. Bei ihm ist auch so, dass er schon unterschiedliches Material gelernt hat. Das ist ein neues Material, das hat er noch nicht oft gemacht. Da lege ich jetzt keinen Wert drauf, dass er es nur macht, wenn ich es zu ihm sage, sondern da bin ich schon froh, wenn er es überhaupt nimmt. Glas ist für viele Hunde ein bisschen unangenehm. Was für viele Hunde auch unangenehm ist, ist Metall. Das ist einfach so eine Metallleiste. Aus! Was die psychische oder die Eignung hinsichtlich des Verhaltens betrifft, suchen wir Hunde, die sehr sicher sind im Umgang mit Menschen. Sehr sicher im Umgang mit anderen Hunden, also die keine Angst haben oder sich nicht übermäßig irgendwie imponieren müssen oder so, sondern die einfach eine gewisse Gleichgültigkeit und eine große Gelassenheit haben. Nimm die Leine, Yoshi. Im Büro ist er sehr hilfreich, weil er hilft, also tatsächlich auch so schwere Aktenordner zum Beispiel, wenn die mir runterfallen, da muss ich niemanden rufen, da kann der Hund das dann für mich aufheben. Er tut natürlich das, was alle tun, alle Hunde tun, für ihre Besitzer. Sie sind sozusagen ein Schatten, eine Begleitung immer. Sie sind der Anlass, dass man ständig raus muss, dass man mit Leuten spricht, also alles das. Und für mich natürlich insbesondere, also dass er einfach Dinge aufhebt und mich unterstützt auch. Und dass er natürlich besonders nett und unauffällig ist, das macht ihn natürlich auch aus und macht mir das Leben auch leichter, dass er also einfach so ein gut erzogener, wohlerzogener Hund ist. So ein Behindertenbegleithund bietet eine größere Unabhängigkeit von technischen Hilfsmitteln und eine größere Unabhängigkeit von menschlicher Assistenz. Der wird nie menschliche Assistenz ersetzen, aber er kann bedarfsorientiert menschliche Assistenz extrem gut ergänzen.